Große Weinmacher, die ordnungsliebend sind, die perfekt alles arrangieren. Natürlich sind wir im Keller, das ist nicht alles, kann nicht blitzblank sein, aber sauber, akkurat. Das macht einen Riesenspaß, so, ich sag dir, geht mir das Herz auf. Also ein Stück weit musst du dich lösen von Erlerntem, vielleicht auch ein bisschen von Schulwissen. Mhm. Also Entschuldigung, ich will das ja ganz sagen, der ist wirklich brillant. Der ist ja so, strahlt. Wir fahren jetzt zu Gesine Roll, einer ganz fantastischen jungen Winzerin. Und Gesine Roll vom Weingut Wettenborn im rheinhessischen Monzenheim hat eine unglaubliche Empathie entwickelt für den Sauvignon Blanc. Sie ist auch sonst eine sehr, sehr große Winzerin. Und dass sie sich auf diesen wunderbaren Sauvignon Blanc spezialisiert hat, einer Rebsorte, die berühmt geworden ist aus dem Französischen kommenden, vor allem der Sancerre und der Puy-Fumé hat die Gebiete dort sehr bestimmt. Später ist der Sauvignon Blanc natürlich sehr bekannt worden durch die neuseeländischen Cloudy Bay oder Kalifornien, aber auch vor allem Österreich, wo Weingüter wie Pols und Temet den Sauvignon Blanc, überhaupt auch den österreichischen Wein, nach dem Weinskandal wieder berühmt und in Anerkennung gebracht hat. Ist der Sauvignon Blanc auch in Deutschland mit einigen Winzern wieder sehr stark vertreten. Man kann sagen, er fühlt sich in Deutschland wohl und fast, man kann das sagen, heimisch geworden. Und der Sauvignon Blanc, den Gesine macht, ist einer der besten, den ich kenne. Hallo, mein Name ist Gesine Roll, Weingut Wedenborn, hier in Monzernheim in Rheinhessen. Wir sind hier direkt neben der höchsten Anhöhe von Rheinhessen, dem Glockberg, auf 295 Metern. Und dann hier wachsen die Weinberge bis 265 Meter hoch. Das ist super, weil die Anhöhe eben, wir haben kühle Winde und können die Trauben zu einer höheren Ausreife hier oben bringen, ohne zu viel Alkohol einzulagern. Und das lieben wir sehr. Hier, guck mal, das Aussehen der Traube bestimmt den Geschmack des Weins. Die Geschichte habe ich vor ein paar Jahren mit ihr gemacht, weil wir sie entdeckt haben, weil sie ein ganz besonderes Talent hat. Sie ist eine der besten Weinmacher in Deutschland. Seit wann hast du eigentlich jetzt den Sauvignon Blanc für dich entdeckt? Ja, ich habe es letztlich meinem Vater zu verdanken, dass die Reben stehen. Also wir haben fast 20 Jahre alte Sauvignon Blanc-Reben schon da, was jetzt noch keine alten Reben sind, aber was für Deutschland ein Sauvignon Blanc ja schon recht alt ist, in Anführungszeichen. Und das noch auf einem ganz tollen Boden. Und habe das dann in den einstelligen 2000ern für mich entdeckt. Und es gab aber keinen deutschen Sauvignon Blanc in dem Sinn. Was hat dein Vater damals wirklich zum Gedanken gebracht, diese Rebsorte anzufangen? Er hat schon immer gern was ausprobiert. Okay. Und mochte aber auch gern Sauvignon Blanc. Mhm. Und Rheinhessen hatte schon immer die Vielfalt. Und heute ist glücklicherweise eine qualitative Vielfalt. Und da gab es dann auch den Sauvignon irgendwann. Ja, man sagt natürlich, Entschuldigung, dass man erklärt, Winzerin, Beruf, sie ist ja eigentlich, wenn ich sage, ein bisschen Quereinsteiger. Bist ja, ich? Ja oder nicht, oder? Hast du nicht was anderes studiert? Nee. Was hast du studiert? Ich habe Handelsmanagement studiert. Handelsmanagement. Aber vorher Winzerlehre gemacht. War ein Winzerlehre gemacht, aber genau. Hast du Handelsmanagement. Das genau. Heißt ja auch, bewusst aber. Ja, bewusst. Und du hast ja natürlich auch, Entschuldigung. Also dann einen anderen Blick drauf. Einen anderen Blick drauf hast. Ja. Und, so. Ja. Und du warst ja in Südafrika. Genau. So, und wie war das mit den Weinen in Südafrika? Und was ist der Unterschied zwischen Südafrika und hier, abgesehen von der Wärme? Ist schon ganz anders. Ne? Hier sind halt gewachsene Weingüter über Generationen und dort sind es halt ganz viele Investitionsobjekte, wie auch freigelegen in dem Sinn, wo ein Konzern dahinter steht. Das ist schon anders, ja. Auch ein anderes Arbeiten. Aber trotzdem kann man Inspirationen da auch mitnehmen. Ja. Aber man hat ja auch eine schöne Zeit wahrscheinlich da gehabt, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Und auch du super viel Erfahrung. Und, ja. Und du warst ja in der Pfalz? Mhm, bei Bassemann-Jordan. Bei Bassemann, einer der großen Weingüter. Ja, aber der technische Betriebsleiter ist ja ein Monzenheimer. Ein Monzenheimer, genau. Ja. Und so kam das, ja. So, ihr habt, glaube ich, 17 Hektar? Ja, etwas mehr als 20 mittlerweile. Mittlerweile mehr als 20, okay. Wie viel ist Sauvignon Blanc bei euch? Über ein Drittel mittlerweile schon. Wahnsinn. Mhm. Und dann machst du Weißburgunder? Ja, genau, und dann Burgunder. Chardonnay, Weißburgunder. Chardonnay, Weißburgunder. Genau. So, ich würde ganz gerne mal was probieren, wenn es geht. Ja? Machen wir. Schau mal, wie akkurat und wie ordnungsliebend sind. Das erkennt man, große Weinmacher, die ordnungsliebend sind, die perfekt alles arrangieren. Natürlich sind wir im Keller, das ist nicht alles, kann nicht blitzblank sein, aber sauber, akkurat. Das macht einen Riesenspaß, so, ich sag dir, geht mir das Herz auf. Oh, Mensch, Wahnsinn, das ist aber toll. Der gefällt mir natürlich Wahnsinn. Wie alt ist denn der? Ja, der ist über 100 Jahre alt, Holzfässer auch.
Ist das Eisen da oben oder was? Wie bitte? Ist das Eisen? Ja, genau. Wie war das früher? Früher hat man immer Kerze gebraucht, damit man, dass man sich nicht. Ja, das steht schon. Damit man sich erstickt. Hier diese berühmten Barrique-Fässer. Machst du auch Sauvignon Blanc und Barrique? So ist es ja. Also alle Barriques hier sind ausschließlich weiß. Chardonnay und natürlich Sauvignon Blanc. Es gibt kein rotes Barrique-Fass hier. Was gibt, sag mal, wenn Didi da genug einer der war, hatte ich auch sowas wie Österreich oder gibt's? Ja, schon. Also ich würde sagen, die Inspirationen stammen mittlerweile, ja, wo man sich der Sache anders bedienen kann als vor 15 Jahren. Hatte ich noch nicht den Weitblick dazu, was man trinken kann und sich inspirieren kann an großen Sauvignons. Aber Sauvignon Blanc und Frankreich haben definitiv inspiriert, ja. Fall. Was ist das schwierig am Sauvignon Blanc? Na, der Sauvignon Blanc ist halt, ich sage immer, er ist eine Diva im Ausbau, aber auch noch im Keller. Du hast halt ein Zeitfenster, zu der du eine Frucht, in dem Fall die Traube, erntest. Das ist bei Burgundern etwas weiter, ist bei Riesling schon sehr schmal. Und bei Sauvignon Blanc ist es super schmal. Wenn du aber auch diese goldene Mitte treffen willst zwischen eben nicht grasig grün, neue Welt-Style und aber auch nicht überreif. Wie kann ich mir das vorstellen? Sauvignon Blanc kaputt. Naja, dann hast du ein Zeitfenster von 24, 48 Stunden, je nach Witterung, wo du deine Weinberge im Griff haben musst, abfahren musst, abwägen musst, wann du erntest, ob du vielleicht auch zwei, dreimal erntest und ja. Und was ist der Unterschied, wenn du jetzt Burgunder machst zu Sauvignon Blanc? Ist das, weil die Frage ist ja die Stilistik. Burgund ist für mich, Burgund ist für mich wirklich reales Burgund. Ja. Gegen andere Burgunder Chardonnay-Stil. Ja, wobei das natürlich der Anspruch ist, ohne das kopieren zu wollen. Mhm. Ja, aber wir haben hier schon auch den Kalk. Und burgundisch heißt für mich auch immer mit Säure, mit Zug. Ja, nicht kein langweiliger Chardonnay, breit. Also die Muckis brauchen wir dann nicht, eher fein. Ja. Ich beobachte Winzer ganz anders und intensiver, als ihnen meistens bewusst ist. Und ich habe eins gemerkt, dass in den letzten Jahren gefühlt, aber nur gefühlt, deine Sicherheit für das Produkt viel klarer war. Also das klingt jetzt blöd, wie kannst du einen Wein nicht, also ich weiß nicht, man hat eine... Weißt du genau, was du meinst, ja? Es klingt irgendwie, es war souveräner. Kann das sein? Ja. Entschuldigung. Das doch, doch. Also würde ich selbst für mich auch so behaupten wollen oder empfinde das selbst auch so, ja. Also ein Stück weit musst du dich lösen von Erlerntem, vielleicht auch ein bisschen von Schulwissen, ein bisschen von dem, was... sehr, sehr gute Lehrväter gesagt haben, klar, aber ein Stück weit muss man seinen eigenen Weg gehen. Und natürlich wird man auch souveräner, ja. Man muss nicht immer mit der Angst des Unwissenden entscheiden und das tut schon gut. Ja. Was wollen wir probieren vom Fass? Ein kleines oder ein großes? Was du willst, beides. Dann fangen wir mal mit dem großen an. Super. Und, so. Ich hab mich ja mit dem Sauvignon Blanc sehr stark beschäftigt. Wie ich junger Sommelier war, damals Wein in Deutschland noch nicht diese Rolle gespielt, weil trockener Wein es noch fast gar nicht gab, das muss man sagen. Wir im Restaurant gesagt, wir brauchen diese Weine. Und ein Winzer gesagt, ich mach das mal, hat sich keiner getraut. Waren ja die sogenannten Benchmarks Frankreich. Riesling, Luzern, Elzer zum Beispiel, Weiße Burgunder, braucht man nicht sagen, die großen Montrachets von Ramonet de Meme, Romani Conti, Le Fleuve etc. Und natürlich ein Wein, der an der Loire war La Dozette. Also wirklich diese Baron de L, dieses Cuvée, was einfach das Cuvée der Cuvée war, wo ich sagte, boah, fantastisch. Und den haben wir wahnsinnig toll und super verkauft, obwohl die Weine eine einfache Linie hat. Also es war so gleichbleibend elegant. Dann kam der Weinskandal und wer da sich unglaublich davon berappelt hat, waren natürlich die Österreicher. Wie die auf einmal mit den Sauvignon Blancs kamen und das rübergezogen. Das fand ich beeindruckend, wie schnell die so gefühlt mit der Rebsorte Sauvignon Blanc in den Mittelpunkt der hervorragenden Weine gerückt sind. Mhm. Warum hat Deutschland damals nicht so reagiert oder war das erst lange kein Thema oder hat man sich nicht getraut oder war das sogar verboten? Weil zum Beispiel der Chardonnay ist ja bis 1979 nicht erlaubt gewesen. Die Rheinaue, die Marianne auf Schloss Reinhardt, das war der erste Sankt. Gab es da gesetzliche Beschränkungen? Sauvignon Blanc ist erst 2002 auf die Rebsortenliste gekommen. Das war eben noch im Versuchsanbau gesetzt damals. Und wie kam dein Vater dann dazu? Vorher was im an? Versuchsanbau. Also das darfst du ja. Du darfst mit einer Sondergenehmigung Sortenpflanzen nicht auf der Rebsortenliste stehen und so haben wir das damals getan. Ja. Er hat es aber in eine gleiche eine tolle Lage gesetzt, nämlich in den Terra Rossa Boden. Bei uns
im Sprachgebrauch die Roterd, heißt das in Rheinhessen, oder dieser kleine Teil oder das Herzstück der Steingrube. Und so kam es dann eben auch zu unserem wichtigsten Wein mittlerweile, dem Sauvignon Blanc Rossa. Ne? Aber da hast du nicht irgendwie, das ist ja, was sind das? Das ist eine Geheimbezeichnung, 4 bis 9. Das ist der Sauvignon Blanc, der am höchsten liegt von uns. Mir ist es wirklich ganz oben auf der Anhöhe. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja. Wir können halt wirklich die Trauben auf der Höhe, das ist super viel Wind, und wir können sie zu einer höheren Reife führen, ohne dass das jetzt halt mehr hat wie 1200 Alkohol. Also Entschuldigung, ich will das nicht ganz sagen, aber der ist wirklich brillant. Der ist ja so strahlt. Er hat so eine Strahlkraft, verstehst du? Er hat da hinten die Kernigkeit, innen ist noch die fest, aber nicht zu fest wird es. Er hat dieses Aromapark, an den ich liebe. Der kriegt ein breiteres Korsett und wird aber noch länger, gell? Genau, er wird länger, definitiv. Und was ich daran mag, was ich mich während davon, was früher und was heute bezüglich dem Vinifizieren, hätte mich früher sicherlich nicht getraut, mit so viel Säure einzulagern. Was jetzt toll ist, aber das hätte ich mich vor 10 Jahren nicht getraut, mit so viel Säure einzulagern. War aber auch ein anderer Zeitgeist, ein bisschen anderer Stil. Wenn er diese Fotos sieht, also nicht meine Frau, aber ich kenne jemanden, der, wenn er die sieht, haben wir ein Problem. Alles gut, es war noch okay, sonst geht's. So, ich danke dir wirklich.